Ja, darf ich kurz was, bevor wir reinstarten, eigentlich mit Ja. den Fragen, würde ich ein Segment mal kurz davor schieben, weil ich habe eine Frage, die ich dringend mitbringen muss. Wenn fein für euch alle. Das zerstört den logischen Aufbau dieses durchstrukturierten Podcasts, aber es ist wirklich super wichtig und ich will, dass am Anfang des Podcasts so viele Zuhörerinnen und Zuhörer das noch mitbekommen und mithelfen. Also, es ist jetzt schon mehrfach. Ich muss es wirklich sagen, es ist mehrfach vorgekommen, dass ich sowohl mit Timo als auch mit Nina unterwegs bin auf einem Dreh. So. Und Was dann ist kommt es dazu jetzt? auch So. schon mehrfach vorgekommen, dass Timo immer erkannt wird von so Oh, acht bis ja, stimmt. zwölfjährigen, die dann mega außer sich sind und sagen: Oh mein Gott, können wir mit dir ein Foto machen? Krass, dass du hier bist. Wir gucken deine TikToks. Und das sind immer TikToks, die sagen nie YouTube-Videos, sondern sagen auch so Ich Eltern kenne oder dich so von schon, so, ja TikTok. genau, ich kenne dich von TikTok. Und Timo hat genau zwei TikToks hochgeladen, einmal mit 66 Klicks und einmal mit 70 Klicks. Entweder hatte die derbstronge Community, die er abfrühstückt in Deutschland, aber diese ungefähr 70 Leute mit dem höchsten TikTok-Count, den er jemals hatte, wo er eine Kamera hinter sich aufgestellt hat und straight ins Licht gefilmt hat bei seinem Kochvideo, was er gemacht hat. Das sind die Qualifikationen, die ich hier Kameramännern so als Voraussetzung gebe, weil ich selber würde es nicht anders machen, richtig. Also, welchem TikToker oder TikTokerin sieht Timo so ähnlich, dass Leute die ganze Zeit denken, du bist jemand von TikTok? Also ich fand immer, das ist ein YouTuber, aber ich fand immer, ohne Bart siehst du ein bisschen aus wie Jonas, so UVTV früher. Jonas Ems. Jonas Ems, ja. Findest du nicht? So, Hä? wenn Timo seine Nee. blonden Haare Nee. hat, so. Nee. Ich finde, ihr habt die gleiche Nase. Nee. Ja, Ich dann kann halt jetzt nicht frei nicht. reden, dann würde Timo nie wieder einen Fuß reinsetzen, aber nee. Ich habe also wirklich schon einiges an Zeit mit Jonas Ems verbracht, aber nee, wow. Ich glaube aber, das ist schon fast racist, der Kommentar. Das Regal und der Vergleich gibt mir irgendwie Ja. denselben Ja, ich weiß es auch nicht so. Also Timo ist näher am Regal als an Jonas Ems, sage Vibe. ich. So. Jetzt hör auf, an dem fucking Klebeband zu riechen. Aber es riecht gut, ne? Nee, Mann. danke. Aber ich sage, das ist der falsche Ansatz, dir nach einem TikToker zu suchen, weil wir hatten das ja schon öfter, dass wir auch irgendwo unterwegs waren und fünfmal am Tag Timo gesehen haben, obwohl er nicht mit dabei war, weil True. jeder Mensch in Deutschland aussieht wie Timo und es gibt bestimmt so 80 TikToker, die medium groß sind, die alle aussehen wie Timo und es sind halt immer andere Communities, die Timo dann als TikToker erkennen. Aber es muss Könnte jemand sein für sein. eine sehr junge Zielgruppe. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Sieht er aus wie einer von den Aufzugjungens? Elevator Boys. Aufzugjungens ist ein Top-Folgentitel, ja. Bist du ein Aufzugjunge? Okay. Nee, auch Die nicht. haben doch alle keinen Bart, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Aber wer macht denn TikToks, dass so eine ganz junge Zielgruppe immer außer sich ist? Also es kam ja wirklich schon Aber eine Mutter zu uns und meinte, oh mein Gott, mein Kind meinte, das kennt sie von TikTok. Und dann können wir ein Bild machen? Und dann hast du so gelacht und dann haben wir gelacht und dann hat das Kind aber durchgezogen und hat nur mit Timo ein Bild gemacht und meinte, ja, ey, vielen Dank, tschüss. Hat keiner bis jetzt Kauf irgendeinen mal Kontext nein. gemacht? So, Wir ich haben es liebe auch. deine, keine Gestern Ahnung, was war Videos. es eine Achtergruppe Ja. Mädchen. Acht Die Stück, sich gar nicht halten die acht konnten. Leute, die ausgeflippt sind, meinen, oh mein Oh Gott, wir mein kennen Gott, deine ich kenne dich von TikToks. Das ist TikTok. so crazy, dass du hier bist, können wir ein Bild machen? Und dann hat Timo mich so angeguckt, ich Hä? meinte so, ja klar, mach mal. Und dann bin ich zu Nina gegangen, wir haben da so gelacht einfach hin. Wer ist es wohl, hä? Ja. Hä? Ja. Aber auch da habe ich wieder verpasst zu fragen, wer glaubt ihr denn, dass er ist? So, weil der hat ja eine Kamera in der Hand und hat mich davor gefilmt, dann abgesetzt und dann sind die erst zu Timo gegangen und meinten, mit dir wollen wir ein Bild machen, weil wir kennen dich von TikTok. Warte mal, hast du einen zweiten Account? Einen geheimen. Sturmmuffin. Keine Ahnung. Siehst. So wollte ich mich erst nennen. Muffin? Ja. Muffin. Das ist ein cooler Spitzname, aber naja, ist doch wack. Muffi. Muffi. Hättest du dann auch mit Paluten rumgespielt? Aber dann hätte man nur ein M Du nehmen hast das können. Video schon gesehen, ne? Ja. Ja. Ey, das ist Sturmwaffel, der hat früher mit Paluten rumgespielt. Boah, war so geil. Naja. Sturmmaffin. Na, rumgespielt habe ich mit dem. So mit dem rumgespielt. Ja gut, also falls ihr was habt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Es ist wirklich ein Mysterium. Also ich hätte sonst fast eher gesagt, irgendjemand aus der Aratsul-Bubble oder so, aber da bin ich ja komplett raus. Irgendwie Minecraft-mäßig, weil die wirken alle so Gamer-esk. Haben die so immer. viereckige Köpfe oder warum? Aber dann eine Augen. Gruppe Ach so. Mädels? Ja.
Aber waren das so Gamer-Mädels oder? Nee, die waren einfach jung und Mädels. Mädels. Die sind ja bis so, keine Ahnung, 21 alle gleich. Bis auf ein paar. Und dann, genau, ein paar sind so, keine Ahnung, haben schon K-Pop oder so? Nee. Sowas. Bist du ein K-Pop-Star? Idol. Bisschen Idol. Wie ist dein K-Pop-Name? Paris? Diamant. Diamant. Manuel. Ja gut, also vielleicht wird es sich mal klären. Ansonsten bleibt wachsam. Stay woke. Stay woke. Falls ihr Timo irgendwo mal seht. Schickt ein Foto.